Lacht ist am Leben. Ich mach mich für dich zum Clown, damit deine Lippen sich bewegen. Setz ich die rote Nase auf. Ich blamier mich. Ich mein, was Blog ist da? Wir haben jetzt Mitte Oktober und ich habe mir gedacht, ich mache für euch ein spezielles Video für Weihnachten oder Geschenksideen für Weihnachten. Bei mir im Fokus steht dieses Jahr die Schule für nächstes Jahr und da habe ich ein paar Sachen schon besorgt und die möchte ich euch zeigen. Vielleicht ist ja das eine und das andere ja auch für eure Kinder dabei und legen wir mal los. Also das erste Geschenk wäre ein Minecraft Puzzlespiel, also Puzzlespiel nicht, aber Lego Spiel, weil er ja auf Minecraft steht. Vom Kindergarten habe ich mir Ideen geholt, eben, dass er anfängt sich zu konzentrieren und auch seine Sachen zu Ende zu machen, habe ich ein Colorama-Spiel besorgt. Ich habe das schon zu Hause, nur bei dem Teil, was wir zu Hause haben, fehlen ein paar Steine. Deswegen habe ich das jetzt neu gekauft bzw. bestellt. Dann habe ich hier einen Farbwechselbecher von Mario. Kostet 10 Euro, gibt es bei Müller. Ich schätze mal auch in Deutschland. So schaut es aus, wenn er kalt ist und so, wenn der Becher warm ist. Er liebt Super Mario und ja. So, da die Schule ja beginnt, nächstes Jahr habe ich dann auch schon ein Buch genommen. Ich komme in die Schule. Das ist von 4 bis 7 Jahre. Da wird dann halt erklärt, was ist. Und da gibt es dann auch solche Dinge zum Aufmachen. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut. So kann er sich schon daran gewöhnen. Dann Schnipp Schnapp. Solche Karten haben wir zu Hause. Nur ich finde diese Karten hier besser, weil da Motive oben sind und man kann dann auch sagen, was ist. Zum Beispiel Flugzeug, Boot, Blumen, also Tulpen sind das. Also ich finde die besser. Dieses Buch, Der Ernst des Lebens, ist auch von Kindergarten empfohlen worden. Nur, ich wollte eigentlich das große Buch haben, hat es aber nicht gegeben. Also, ich habe es anscheinend falsch angeklickt. Hahaha. Da wird dann halt erklärt, was halt in der Schule alles so geht und so weiter. Ich finde sowas gut, da kann man sich hinsetzen mit dem Kind, dem Kind das vorlesen und er kann dann auch fragen. So, das war mal der erste Teil. Der andere Teil ist heute gekommen. Wie nennt man das? Ja, steckt den Faden durch das Loch, würde ich jetzt einmal behaupten. Das habe ich besorgt, das geht von 3 bis 8 Jahren, weil sie müssen ja auch lernen, Kugeln durch Schlaufen zu geben, also mit Loch und so weiter. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich bin auch nicht ganz munter. Ich kann das aber nur jetzt machen, weil mein Kind im Kindergarten ist und es wieder alles entdecken. Dann habe ich sowas genommen, also Steckdinger, dass er stecken kann. Das finde ich auch gut. Das geht bis 3 bis 6 Jahren.
sind 300 solche Stecker dabei und das finde ich extrem gut, weil somit kann er Stecken üben, aber die Ausdauer, er muss ja eigentlich lernen, wenn er etwas anfängt, dass er das auch zu Ende macht. Und das macht mein Kind nicht wirklich, weil er wird einfach sauer, wenn er das nicht hinbekommt. So, dann habe ich hier noch zwei Geschenke. Speed Cups, da geht es um Schnelligkeit mit einer Glocke. Das sind 20 Cups in 5 Farben, 24 Spielkarten, eine Glocke, eine Anleitung. Das heißt, so wie die Karten da sind, ich hoffe, ihr seht das. Der Vogel ist blau, rot, gelb, schwarz, grün. So müssen die Cups gleichgelegt werden und wer das als erstes hat, haut auf die Glocke. Da geht es um Schnelligkeit und um einen Blick, dass man das gleich erkennt. Das finde ich auch extrem gut. Dann wurde mir sehr empfohlen, das Würfelligaretto. Ich werde euch alles unten in die Infobox hauen mit dem Link, dann könnt ihr euch das anschauen und vielleicht ist das eine oder das andere dann dabei, wenn eure Kinder nächstes Jahr oder ein Jahr darauf in die Schule gehen und vielleicht gefällt euch die Geschenke, was ich jetzt ausgesucht habe, weil bei mir steht jetzt das Thema wirklich groß. Im Kindergarten tun sie auch schon vorüben und ja, aber das ist in einem anderen Video. Würfelligaretto und da muss man nach der Reihe würfeln, wer als erster fertig ist, hat halt gewonnen. Da geht es darum, die Zahlen wieder zu erkennen und ja, das finde ich auch sehr gut. Das waren eigentlich bis jetzt alle Geschenke. Sind 11. Es werden aber sicher noch eins der Geschenke dazukommen, die was ich noch suchen muss, weil er wünscht sich da was Spezielles. Das, was ich da jetzt habe, bis auf den Mario-Becher und den Minecraft, weiß er nicht, dass er eigentlich schon die Sachen für die Schule bekommt, eben dass er dann schon anfängt, mit mir das zu machen, weil ich muss gestehen, ich glaube, er wird so wie ich und das ist nicht gut. Aber ich hoffe, euch hat da der kleine Geschenke-Haul jetzt mal gefallen. Ich hoffe, ich habe euch auf ein paar Ideen gebracht. Schreibt mal, was ihr für eure Kinder kaufen würdet zu Weihnachten. Weil Weihnachten ist ja in 2 Monaten bald. Wir haben Mitte Oktober. Ich meine, wenn das Video online geht, weiß ich noch nicht, aber ja. Aber schreibt mal, was ihr euren Kindern zu Weihnachten kauft, welches Thema überhaupt im Raum steht. Weil ich mache immer Themen Weihnachten, auch Themen Geburtstag und so weiter und so fort. Und zum Beispiel nächstes Jahr zu Ostern wird Thema Schultasche sein. Weil da gehe ich vor mit ihm herumschauen und dann besorge ich die, weil das bringt der Osterhase. Also, ich habe ein paar Ideen gebracht, die Geschenke, die was ich euch jetzt gezeigt habe, was mein Kind bekommt. Und ich hoffe vielleicht, dass hier eins oder zwei Geschenke dabei sind, die euch weiterhelfen für Weihnachten oder auch für andere Tage. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass du zugeschaut hast. Wir sehen sich. Tschüss. Ich mach mich für dich zum Clown. Damit deine Lippen sich bewegen, setz ich die rote Nase auf. Ich blamier mich für dich.